Kann ich meine Rente rückwirkend beantragen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ganz interessanten Fall haben wir zur Beratung reinbekommen. Und zwar ging es da um die Frage des Rentenantrags, und zwar der rückwirkenden Rentenbeantragung. Ich habe am 25. September 2020 die Regelaltersrente bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt. Sie sollte am 1. Juli 2020 beginnen, die Rente. Ich habe den Rentenantrag mit Einschreiben, Rückantwort zugesandt. Die Deutsche Rentenversicherung hat mir den Rückschein zum 1.10.2020 bestätigt. Das heißt also, der Rentenantrag ist am 1.10.2020 dort eingegangen. Jetzt habe ich meinen Rentenbescheid bekommen. Da steht jetzt drauf, nicht Rentenbeginn 1.7., sondern Rentenbeginn 1.10. Ich bin aus allen Wolken gefallen, mir fehlen 3 Monate Rente. Ist denn das eigentlich rechtens? Ich erkläre Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie das mit der 3-Monatsfrist beim Rentenantrag aussieht. Also stellen Sie sich Folgendes vor, die Rente soll zum 1. Januar 2021 beginnen. Ja, Rentenbeginn. Rentenbeginn. 1.1.2021. Dann können Sie bis zum 31.03.2021 den Rentenantrag rückwirkend stellen. Sie müssen nur zusehen, dass der Rentenantrag wirklich am 31.03.2021 bei der Deutschen Rentenversicherung eingeht. Und genau das ist oftmals das Problem. Und da schwenke ich jetzt zu meinem Beispielsfall um, wie es eben manchmal auch in die Hose gehen kann. Unser Mandant möchte zum 1.7., der möchte zum 1.7.2020, da soll die Rente beginnen. Er stellt den Rentenantrag am 25.09.2020. Und zwar schickt er hier am 25.09.2020 die Post an die Deutsche Rentenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung, also hier Post, DAV, und die Deutsche Rentenversicherung wiederum bestätigt am 1.10.2020 den Eingang, Rentenantrag. Und genau jetzt ist das passiert, was unser Kunde oder unser Mandant nicht erahnen konnte. Seine Rente beginnt jetzt nicht am 1.7., sondern die Rente beginnt in diesem Fall am 1.10.2020. Mit der Folge, dass unser Mandant 3 Monate lang keine Rente bekommt. Natürlich bekommt er dann für diese Zeit des späteren Rentenbeginns, also 3 Monate später zum 1.10., 1,5% Zuschlag, aber das wird ihm nicht fröhlich stimmen, denn es fehlen ihm sozusagen 3 bare Monatsrentenleistungen. Und das ist genau das Problem. Hier in dem Fall stellt sich nämlich auch die Frage, wer muss denn eigentlich den Zugang des Rentenantrags beweisen, dass der bei der Deutschen Rentenversicherung pünktlich, fristwarend eingegangen ist. Und da gibt es eine ganz klare Regelung, den Zugang müssen Sie als Rentenantragsteller beweisen. Das heißt also, Sie müssen nachweisen, dass der Rentenantrag nicht am 1.10. bei der Deutschen Rentenversicherung eingegangen ist, sondern am 30.09. Wäre der Rentenantrag nämlich am 30.09.2020 eingegangen, Eingang DAV, dann hätte die DAV die Rente zum 1.7. hier bewilligt. Ja, und wie machen Sie das jetzt mit dem Zugang? Das ist relativ einfach. Entweder Sie machen das mit einem Fax, das halte ich für das Sicherste, oder aber Sie gehen persönlich zur Deutschen Rentenversicherung und geben den Rentenantrag dort persönlich ab mit dem Stempel. Er ist heute eingegangen. Was auch geht, wenn zum Beispiel ganz enge Fristen sind und Sie wissen nicht ganz genau, was Sie machen müssen, Blatt Papier schreiben, Rentenantrag, Ihre Rentenversicherungsnummer, Datum, ich möchte, dass meine Rente zum 1.7. beginnt und ich möchte, dass die Rente zum 1.7. beginnt, Unterschrift. Und dann nehmen Sie das Blatt Papier, stecken das in einen Briefumschlag und bringen das entweder zu Ihrer Krankenkasse
Oder Sie können es sogar in den Fristenbriefkasten beim Sozialgericht reinschmeißen. Dann haben Sie die Frist gewahrt. Oder Sie gehen zum Versicherungsamt bei Ihrer Stadt. Die sind praktisch dafür zuständig, dass die Rentenanträge entgegengenommen werden. Und dann wird dort ein Stempel drauf gemacht und da steht dann da Posteingang am 30.09. Und wenn der 30.09. mal angenommen ein Sonntag wäre, dann müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Dann ist der Fristablauf nicht der 30.09., sondern der 1.10. Dann hätten Sie praktisch am Montag, den 1.10., noch Zeit. Und genau das war hier unser Problem, dass unser Versicherter auf diesem Wege 3 Monate zu spät oder 3 Monate später erst seine Rente bekommt. Und jetzt gibt es noch ein Problem. Wir haben ja jetzt die Corona-Zeit. Und die Deutsche Rentenversicherung, da können Sie bitte nachlesen, auf der Internetseite sagt ja, Sie können uns nur telefonisch erreichen. Und oftmals reicht es auch aus. Und das muss ich auch noch dazu sagen, Sie können auch Rentenanträge telefonisch stellen. Wenn die Deutsche Rentenversicherung sowas anbietet, dann machen Sie bitte Folgendes. Wenn Sie merken, aha, mir läuft hier die Frist ab. Am 25.09. Rentenbescheid in die Post. Dann rufen Sie 2 Tage später bei der Deutschen Rentenversicherung an. Fragen nach, ist denn mein Rentenantrag vom 25.09., den ich zum 1.07. haben möchte, also die Rente haben möchte, bei Ihnen eingegangen? Dann muss die Deutsche Rentenversicherung oder der Mitarbeiter eine Telefonnotiz machen. Denn dann gilt dieses Telefonat als formloser Rentenantrag. Und ganz sicher gehen Sie, wenn Sie natürlich jemanden haben, der das Telefonat mithört, dann können Sie nachweisen, dass der Rentenantrag sozusagen mit dem Telefonat bei der Deutschen Rentenversicherung pünktlich eingegangen ist. Näheres zum Thema Rentenantrag finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.